Wer von Ihnen braucht, wenn er unterwegs ist, keinen Zugriff auf seine Mails und interne Anwendungen? Okay. Jetzt habe ich ja schon VPN. Ja. Wieso brauche ich jetzt was Neues? Ja, genau. Gute Frage, ja, weil viele Applikationen ja gar nicht mehr in ihren Burgmauern bereitgestellt werden innerhalb ihres Firmennetzes, sondern außerhalb in der Cloud sind. Und das sind andere Zeiten. Ne? Das Internet wird zum Teil Teil ihres Netzwerks auch. Und wie regle ich dann den Zugriff auf die Applikation? Das ist mein heutiges Thema. Und da sind auch schon die richtigen Slides. Zero Trust, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ist nicht von uns, von Akamai erfunden, aber von Forrester. Und sagt eigentlich erstmal, nicht traue niemandem, das finde ich furchtbar, aber autorisiere die entsprechenden Leute, die sich dann authentifizieren und dann genau den Zugriff auf Applikationen bekommen, den sie haben müssen, ne? Und nicht auf das gesamte Netzwerk. Das schauen wir uns einfach mal an. Mein Name ist Elmar Witte, ich bin Product Marketing Manager bei Akamai. Nachher komme ich bestimmt aus der Zeit, also 100 Meter hier runter, dann sind sie bei uns. Wir haben auch eine Menge Techniker da. Ich bin nämlich kein Techniker. Aber keine Angst, also mein Job als Product Marketing Manager ist tatsächlich versuchen zu erklären, was diese komplizierte Technik im Hintergrund an Nutzen bringt und nicht jeder CIO oder auch nicht jeder von Ihnen vielleicht hat den ganzen Tag Lust über Ports und Protokolle zu sprechen, auf jeden Fall 50% nicht und deswegen gibt es so Typen wie mich. Genau, digitale Transformation oder digitale Disruption, Umwälzungsprozesse, ja klar, unterliegen wir allen auch als Unternehmen, vielleicht sogar als Privatanwender seit, was weiß ich, mindestens 20 Jahren oder mehr. Was will ich damit sagen? Die Dinge verändern sich. Ne? Heute sind die Applikationen zum großen Teil auf AWS gehostet, vielleicht Microsoft Azure oder Google Cloud. Wir machen sogar Kundenmanagement aus der Cloud mit Salesforce.com. In den letzten 20, 25 Jahren hat sich unheimlich viel geändert. Und so ein Blick auf die Fortune 500 ist immer ganz spannend. Ne? Das sind ja die Top 500 US-Unternehmen nach Gesamtumsatz gerankt. Ne? Und da sind tatsächlich in den letzten, streng genommen 19 Jahren, 52% verschwunden, indem sie pleite gegangen sind oder fusioniert haben mit anderen. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Aber wer kennt die Nummer 1 von Fortune 500 gerade? Fängt mit W an. Richtig, Walmart, nur so am Rande, verdienen über 500 Milliarden im Jahr und waren tatsächlich, das widerspricht eigentlich meiner Aussage, auch vor 19 Jahren schon in den Top 3. Aber halt unheimlich viel los, ne? Digitale Disruption, man muss wandlungsfähig bleiben. Was bringt die digitale Transformation denn für uns? Natürlich erstmal linke Hand neue Geschäftschancen auch, natürlich, ja, digitale Inhalte, digitale Lieferketten lassen sich besser, schneller monetarisieren. Dinge haben sich absolut beschleunigt. Neue Möglichkeiten sind da, neue Geschäftschancen hier im mittleren Bereich. Ich gehe sie nicht alle durch, das kaufen sie mir ab. Aber auch rechte Hand, natürlich sind wir verwundbarer geworden auch als Unternehmen. Wenn unsere Applikationen nicht mehr hübsch wie früher alle in unserem Netzwerk sind, auch das war nicht immer sicher, aber heute sind sie auch noch verteilt. Ne? Mischbetriebsszenarien sind gang und gäbe. Ich habe je nach vielleicht Ausprägung auch des Cloud-Anbieters oder aufgrund meiner Partner, mit denen ich zusammenarbeite, arbeite ich halt mit AWS, weil das ein super Toolbox ist und herausragende Cloud-Applikationen damit erstellt werden können. Warum sollte ich noch einen Exchange-Server hosten? Ich nehme doch Office 365 von Microsoft. Das ist in der Cloud und hervorragend und wie gesagt, Kundenmanagement über Salesforce.com. Aber das Ganze und auch noch viele eigene Applikationen, aber das Ganze beinhaltet natürlich auch neue Gefahren. Ne? Also ich habe neue Nutzer, die sind mobil unterwegs, remote greifen sie auf mein Netzwerk zu. Vielleicht nutzen sie dazu auch noch persönliche Geräte letztendlich. Bring your own device nur als Stichwort. Ich habe natürlich auch eine Hacker-Community, die sich immer weiter fortbildet und technisch ganz vorne ist. Also eine Menge neuer Gefahren, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also neue Chancen, aber auch neue Gefahren. Und der traditionelle Ansatz, den habe ich hier mal versucht zu skizzieren, der funktioniert in vielen Teilen einfach nicht mehr. Also Walls Work ist ja fast schon zum Totlachen oder eigentlich sehr traurig heute, weil es auch noch der amerikanische Präsident benutzt. Ne? Also Mauern
funktionieren eigentlich nicht wirklich. Also wer sich einmauert, ist ein Problem. Gucken wir mal zurück in die Firmennetzwerke mit VPN-Zugang. Ne, wenn man da einmal durchkommt und es gibt genug kriminelle Fantasie, das zu schaffen, hat man eigentlich den Schlüssel für die gesamte Burg. Ne? Ich öffne die Tür und habe Gesamtzugang zur Burg, also Gesamtzugriff aufs Netzwerk. Und wir haben dann einen anderen Blick drauf als eine Akamai. Wir möchten das granularer gestalten. Wir möchten, dass Sie natürlich nicht einfach den Schlüssel kriegen und Gesamtzugriff haben, sondern dass Sie sich authentifizieren müssen und genau nur den Zugriff zu den Applikationen bekommen, die Sie auch benötigen. Also das ist ein bisschen die alte Welt und ich habe schon vieles auch erwähnt. Die Nutzer sind einfach nicht mehr in meinem Unternehmen. Die hocken da nicht mehr, wirklich, nicht in jeder Branche. Ne? Also ist immer ein bisschen schwarz-weiß jetzt, sehen Sie es mir nach. Aber die sind halt draußen mobil. Die sind Teil eines digitalen Ökosystems, hochverteilt bei den Kunden draußen oder im Homeoffice und wo sie alle sind. Und auch die Applikationen sind nicht mehr in ihrem Haus. Ne? Ich hatte es ja gerade schon umrissen. Sie sind dort gehostet, wo es vielleicht am sinnvollsten ist. Ne? Also wo sie die meiste Flexibilität haben. Viele von Ihnen werden auf AWS sein, Microsoft Azure und ähnliche Dinge. Mischbetriebsszenarien sind gang und gäbe und VPN wird auch weiterhin länger bestehen. Aber ich möchte Ihnen noch gleich ein paar Beispiele geben, warum man diesen Gedanken des Applikationszugriffs heute eigentlich neu betrachten und auch neu umsetzen müsste. Denn genau diese, die Gefahren, die ich eben beschrieben habe, kommen rein. Also Malware, Phishing oder Schadsoftware, die Daten aus Ihrem Unternehmen exfiltrieren möchte. Und die verhalten sich ja auch schön leise. Ne? Die kommen rein. Es gibt ja auch die wildesten Studien, dass normale Attacken auch Ihres Netzwerks oft monatelang gar nicht erkannt werden. Dann Daten nach außen fließen und ein immenser Schaden für Ihr Unternehmen entsteht, weil es natürlich schützenswerte Daten in den meisten Fällen sind. Ne? Und ich sag mal, so ein Netzwerk ist halt verletzlich, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ein Gedanken wert, ne, von der linken Seite, von dem Gedanken, innen oder interner Mitarbeiter, interne Applikationen sind vertrauensvoll, sich ein bisschen zu lösen in den Zeiten des Internets und hinzugehen zur rechten Seite hier. Es gibt kein Innen und Außen mehr in dieser klassischen Welt. Das heißt aber nicht, und wir übersetzen das auch so nicht, null Vertrauen oder traue niemanden, sondern traue autorisierten und authentifizierten Mitarbeitern und Individuen und gib ihnen, was sie brauchen, ne? Ganz einfach. Und das schauen wir uns mal an, wie das auch aussehen könnte bei einer Lösung mit Akamai. Also es ist rein Cloud-basiert. Das Schöne ist, sie stellen sich keine neuen Server ins Haus. Sie müssen es auch nicht mit viel Manpower warten, sondern ich habe mich nochmal rückversichert bei meinen Technikern gestern. Die Grundeinrichtung dauert 2 bis 3 Stunden und pro Applikation kommen noch ein paar Minuten dazu. Und dann können Sie wirklich entsprechend der modernen Welt Ihr Unternehmen langsam umkrempeln. Linke Hand, ich authentifiziere mich. Also ich stehe in irgendeinem LDAP-Verzeichnis, im Active Directory oder anderen sammelbasierten Identity Systems sozusagen. Authentifiziere mich und unten in grün auf der linken Seite sehen Sie noch einen zweiten Faktor. Also in dem Fall ist es, glaube ich, Duo, aber meine Augen können mich auch täuschen. Das heißt, ich habe noch eine Applikation auf dem Handy, habe noch einen zweiten Faktor, habe einen sehr sicheren Login in das System und sehe dann auf der rechten Seite hier die entsprechenden Applikationen. Die sind in dem Fall alle in der Cloud, können aber auch lokal bei Ihnen liegen, auf die ich Zugriff habe. Ne? Also, ich bin autorisiert, ich bin im Verzeichnisdienst, ich habe mich authentifiziert, sogar mit einem zweiten Faktor und ich habe Zugriff in dem Fall hier auf SharePoint, Office 365, Dropbox und auch Google. Das ist ja eine ganze Menge. Es kann aber auch sein, dass ich ein Externer bin, der verdammt nochmal, sage ich mal, auch nur auf ein einziges oder zwei Systeme zugreifen muss. Warum sollte ein externer Lieferant komplett Zugriff auf Ihr Netzwerk haben? Gibt es keine Begründung für und das können Sie hier wunderbar sozusagen einschränken und den Zugriff auf Ihr Netzwerk und Ihre Cloud-Apps und lokalen Apps so individuell und genau wie möglich zu gestalten. Wie gesagt, Zero Trust als Konzept geht weg von dem Unterschied extern-intern. Wir authentifizieren und autorisieren die Nutzer und das Ganze ist auch sehr wichtig, wird komplett protokolliert.
Also es gibt einen Logging-Dienst natürlich, der genau sieht, was in Ihrem Netzwerk zugeht oder was vor sich geht. Und Sie können das auch in Ihre Analyse-Tools integrieren und sehen, sobald da irgendwo missbräuchliches Verhalten abzulesen ist, haben Sie das protokolliert auch vorliegen. Und sogar Gartner, Forrester und Gartner haben sich ja immer nicht so lieb. Gartner benutzt auch den Begriff Zero Trust nicht, aber seit neuestem so ein ganz bisschen, aber die sagen auch, dass also DMZs und VPNs sind ein bisschen von gestern. Wir sind nicht alle Cloud-born, das weiß ich auch, ne? Aber zum großen Teil sind wir halt in der Cloud und müssen halt über diese Punkte, die ich versucht habe hier zusammenzufassen, einfach auch mal nachdenken, dass wenn das Internetteil oder vielleicht sogar unser gesamtes Firmennetzwerk ist und das alte ersetzt, müssen wir auch bei den Zugangskontrollen neu denken. Vielleicht zum Abschluss, ich komme noch 2, 3 Folien. Die Use Cases sind ganz spannend, natürlich die Ablöse von traditionellen VPNs, VPN-Umgebungen, aber auch bei Fusionen oder Firmenzukäufen ist das sehr smart, wenn ganz neue Applikationen dazukommen. Sie müssen hier eine ganz neue Firma integrieren in Ihre, ist es natürlich als Cloud-Dienst dieses Application Access von Akamai sehr, sehr einfach umzusetzen, ohne zusätzliche, also ein bisschen was kostet schon, aber ohne immensen Manpower-Einsatz, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Und natürlich auch der Zugriff von Drittanbietern und Lieferanten wird sehr einfach gemacht. Ne? Sie können genau auf das zugreifen, was wichtig ist. Hier nur unter dem der Nutzen, ja, was ist denn für mich drin, ist natürlich sehr spannend. Unten links hier, ich kann sowohl Investitionskosten sparen, weil ich stelle mir keine neuen Server rein. Ich hatte es ja erwähnt, alles aus der Cloud. Ich stelle mir keine neuen Server ins Data Center, aber ich habe auch geringere Betriebskosten, denn wenn das ganze System aufgesetzt ist und wie gesagt, das geht in Stunden, auch wenn sie nachjustieren, reden wir hier nicht von immensen Aufwänden. Das heißt, meine Leute aus meinem kleinen IT-Team können sich um andere Mehrwertdienste im Unternehmen kümmern und sowohl, wie gesagt, Investitions- als auch Betriebskosten kann ich deutlich einsparen mit dem Application Access. Das ist mein einziger Werbeblock. Ich werde auch keinen Produktnamen nennen oder habe ich es gemacht, dann kriege ich Ärger am Stand, glaube ich. Also Zero Trust mit Akamai bedeutet erstmal der sichere Zugriff auf die Applikation. Hier linke Hand in der Mitte haben wir, also in der Mitte hier auf der Slide, haben wir noch dazu gebundelt eine Web Application Firewall, die Ihre Webumgebung gegen Webattacken wie SQL Injection, Local File Inclusion und was es da auch alles gibt, schützt. Und rechte Hand, noch ein kleiner Ausflug. Ich sehe, ich habe noch 2 Minuten. Akamai sieht ungefähr 30% des Internet-Traffics. Das heißt, wir sehen relativ viele auch Gefahren im Internet. Das heißt, wir sehen die Reputation von IP-Adressen. Wir können sehr genau sehen, wo regional, wie auch in Industrien, was genau abgeht, wo die Bösewichte sozusagen sitzen und haben dieses Wissen und lassen es hier in dieses Produkt auch mit einfließen. In dem Sinne, dass wir über unser rekursives DNS-System es ihren Mitarbeitern einfacher machen, nicht in die Falle von Phishing und Malware zu tappen. In dem Sinne, dass wir, sie haben ihre Antivirus-Software, die soll da auch bleiben, aber wir legen einen zusätzlichen DNS-Schutzschirm um ihr Unternehmen und verhindern es, dass ihre Mitarbeiter auf schadhafte Webseiten kommen. Wir sehen schadhafte URLs oder Domains, URLs und auch schadhafte Webinhalte und können den Zugriff auf diese Webseiten stoppen, denn von denen gehen natürlich wieder Gefahren für ihr Unternehmen aus. Also das ist nochmal, das läuft hier unter Malware Prevention. Das ist ein sozusagen Rundum-Sorglos-Paket für das moderne Unternehmen, was komplett in der Cloud ist oder auf dem Weg dahin. Und in dem Sinne, oh Gott, ich bin in der Zeit, Tobias, du musst mich nicht rausschmeißen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch was Verrücktes zum Lesen da, auch hinten an unserem Stand. Stand Nummer 220, noch ist ein bisschen Zeit. Kommen Sie zu uns, es gibt auch einen wunderbaren Cappuccino. Dankeschön.